In diesem Video soll es um den sogenannten Erwartungswert und die Standardabweichung gehen. Und beide Begriffe würde ich gerne an einer halbwegs realistischen Situation motivieren. Wir stellen uns folgende Situation vor. Es wurde eine Klausur geschrieben und es wurden folgende Noten vergeben. Und wir stellen uns vor, dass es auch zwei Klassen gibt, die die gleiche Klausur geschrieben haben, einmal die Klasse A und einmal die Klasse B. Damit die Rechnung gleich nicht zu kompliziert sein wird, gucken wir uns die Noten ohne Tendenzen an. Also nur die Noten von 1 bis 6 und schließen sowas wie 2 plus und so weiter aus. Also möglich ist eine 1, eine 2, eine 3, 4, 5 und 6. Und dann sagen wir, in der Klasse A gab es 3 Einsen, 8 Zweien, 2 Dreien, 8 Vieren, 3 Fünfen, keine 6. Und in der Klasse B gab es eine 1, eine 2, 17 Dreien, 3 Vieren, dafür aber keine 5. Und auch keine 6. Dann kann man die Frage stellen, natürlich, welche Klasse die bessere war. Ja, denken wir uns das mal. Und die erste Idee ist ja meistens dann, den Mittelwert zu bilden. So, diesen würde ich als x mit einem Strich drüber für Mittelwert abkürzen und mit Index a, damit wir wissen, das ist jetzt der Mittelwert in der Klasse A. So, was gab es? Es gab 3 mal die 1, 8 mal die 2, 2 mal die 3, 8 mal die 4 und 3 mal die 5. Insgesamt haben es 24 Schülerinnen und Schüler geschrieben. So, das ergibt 3 plus 16 plus 6 plus 32 plus 15, 24. Und das sind 72, 24. Also wir haben einen Notendurchschnitt von 3. Und nun schauen wir uns die zweite Klasse, also wieder Mittelwert mit Index B, weil wir die Klasse B uns anschauen. Da gab es einmal die 1, einmal eine 2, 17 mal die 3 und 3 mal die 4. 5 und 6 gab es nicht. Geschrieben haben 22 Personen. So, da sind also 1 plus 2 plus 51 plus 12 geteilt durch 22. Da sind 66 22. Und der Notendurchschnitt ist auch 3. Also man könnte sagen, okay, beide Klassen waren gleich gut. Schaut man sich aber die Tabelle an, sieht man doch ziemlich große Unterschiede und die werden noch deutlicher, wenn wir die Tabelle in Form eines Diagramms darstellen. Auf der Y-Achse soll die Anzahl der Menschen stehen. Auf der X-Achse möchte ich die möglichen Noten notieren. So, dann so möge hier die 20 sein, hier ungefähr die 15, 10 hier, 5 und 0. Die möglichen Noten sind 1, 2, 3, 4 und 5. Da es keine 6 gab, lassen wir die.
So, und dann markieren wir noch die 3 als den Mittelwert. Die Ergebnisse der Klasse A möchte ich gerne in Rot zeichnen. Die 1 gab es ungefähr 3-mal. Das musste ungefähr so ein Balken sein. Dann 8-mal die 2. Das dürfte ungefähr hier sein. So, dann gab es 2-mal die 3. Ungefähr so ein Balken. Die 4 gab es 8-mal. Da müssen wir schauen, dass die Balken gleich groß sind. So, das wäre ungefähr die 8. Die 5 gab es 3-mal, genauso viel wie die 1. Ja, wir sehen schon ein sehr symmetrisches Bild um die 3 rum. Und in Blau einmal die Klasse B. Dann hatten wir einmal die 1, einmal die 2. Die 3 gab es ja sehr oft. 17-mal, das ist ungefähr so ein Balken. Die 4 gab es 3-mal und die 5 gab es gar nicht. Und wenn man sich das ganz genau anschaut, sieht man, dass sich die blauen Werte sehr um die 3 häufen, also um den Mittelwert. Und die roten Werte, die Ergebnisse der Klasse A, sind zerstreut um den Mittelwert. Also die A-Werte streuen mehr um den Mittelwert. Ja, und das ist auch der Begriff, den die Fachleute benutzen, wenn sie solche Diagramme auswerten. Man spricht von einer Streuung. So, also dieser Wert ist ein Wert, der beziehungsweise die Noten der Klasse A sind die, die mehr streuen. Und was wir gerne hätten, wäre eine Möglichkeit, diese Streuung in Form einer Zahl auszudrücken. So, wie kann man die Streuung mit Hilfe einer Zahl ausdrücken? Ich kreise das schon mal ein, damit wir die Übersicht nicht verlieren. Das Ergebnis wird die sogenannte Standardabweichung sein. Und diese würde ich gerne in 3 Schritten motivieren. Und wir fangen jetzt mit erster Idee. Ich nenne sie mal die schlechte Idee. Also das, was gleich kommt, bitte noch nicht abschreiben. So, wir schauen uns die Ergebnisse der Klasse A, und damit wir die Zuordnung besser im Auge behalten, werde ich die Rechnung in Farbe Rot durchführen. Und da möchte ich mir gerne angucken, wie die Abweichungen insgesamt aussehen. Und es gab ja 3-mal folgende Abweichung. Es gab ja 3-mal die 1. Und ich möchte den Unterschied zu dem Mittelwert, also zu der 3, ausrechnen. Also habe ich 3-mal die Abweichung der 1 von der 3 haben, 1 minus 2. Dazu würde ich gerne 8-mal die Abweichung durch die 2 haben. Das ist 8-mal 2 minus 3 plus jetzt kommen die Leute, die eine 3 geschrieben haben. Die Abweichung ist 3 minus 3 plus 8 mal
die Abweichung von der 4, also 4 minus 3 plus 3 mal 5 minus 3. Und das würde ich auch gerne abhängig von der Anzahl der Leute haben. Deshalb könnte man sich überlegen, das muss eine Abweichung pro Person sein, also teile ich das durch 24. Ja, dann hätten wir hier 3 mal minus 2 und die 3 mal minus 2 würde sich mit der 3 mal 5 minus 3, also hier hätten wir 3 mal minus 2, hier 3 mal plus 2, die Summanden heben sich auf. Bei diesen Summanden hätten wir 8 mal minus 1 plus 8 mal 1, die heben sich ebenfalls auf. Und hier hätten wir 2 mal 0, ist ebenfalls 0. Also was wir bekommen würden, wäre Abweichung von 0. Ja, das ist ein Indiz dafür, dass das vielleicht noch nicht die beste Idee ist. Gucken wir uns noch die Rechnung für die blaue Verteilung, also für die Klasse B an. Was würde da passieren? Wir hätten die Abweichung von der, also die erste Abweichung, es gibt einmal eine 1, die von der 3 abweicht, einmal eine 2, die von der 3 abweicht, 17 mal eine 3, die streng genommen auch von der 3 abweicht, mit einer relativ kleinen Abweichung natürlich, und 4 mal die, Moment, und 3 mal die 4. So, wenn man das ausrechnet und guckt, welche Abweichung pro Person sich ergibt, hätten wir 0,045. Ja, die Rechnung sieht auf den ersten Blick sehr vernünftig, sehr mathematisch, lang, kompliziert. Man könnte meinen, dass wir Leute damit überzeugen können. Das Problem ist aber, wir haben festgestellt in der Grafik, dass die roten Werte stärker von der Mittelwert abweichen als die blauen Werte. Bei den roten bekommen wir aber als eine mittlere Abweichung 0. Und bei den blauen Werten, die weniger von der Mittelwert abweichen, haben wir eine Zahl, die größer ist als 0. Und das widerspricht so ein bisschen der Intuition. Also wir hätten gerne, je höher die Abweichung, desto höher die Zahl, die am Ende rauskommt. Und das Problem ist natürlich, dass sich hier in dieser Rechnung Zahlen aufheben können. Und die nächste Idee wäre, was könnte man machen, damit das Aufheben nicht mehr stattfinden kann. Und man versucht dann, was auch gelingt, die negativen Zahlen auszuschließen. Und durch einen ganz einfachen Trick, man quadriert einfach. Das sollte in Rot sein. Man quadriert die Abweichungen. Und dann würden wir nicht mehr eine 0 bekommen, sondern 1,66, also 1 Periode 6, das wären 5 Drittel. Und bei den blauen Werten, wenn wir die dann quadrieren, bekommen wir nicht mehr 0,045, sondern 0,41. Und jetzt passt das jetzt zu unserem Beispiel. Die Messdaten, die mehr streuen, ergeben eine größere Zahl. 1,66 ist größer als 0,41. Das ist auch etwas, was man tatsächlich benutzt. Was wir hier ausgerechnet haben, ist die sogenannte Varianz. Was wir aber noch machen wollen, um aus dieser schlechten bzw. schon ziemlich guten Idee
eine gute Idee machen, ist das Quadrieren sozusagen am Ende wieder rückgängig zu machen und am Ende noch eine Wurzel zu ziehen. Dann hätten wir nicht mehr die 1,66, sondern 1,29. Und bei den blauen Werten durch das Ziehen einer Wurzel würden wir 0,64 ungefähr bekommen. Ja, und diese Rechnung, die Abweichungen von Mittelwert zum Quadrat mal Anzahl dieser jeweiligen Abweichungen für alle Werte, die aufgetaucht sind, ausmultipliziert und addiert, dann durch die Anzahl der Daten dividiert, am Ende die Wurzel gezogen, das ist dann die Standardabweichung. Und die tut das, was sie soll. Bei den roten Werten, wo die Abweichung etwas größer ist, haben wir einen Wert von 1,29. Und bei den blauen Werten haben wir eine Abweichung von 0,64. Aus der vorigen Situation würde ich gerne jetzt eine Definition machen. So, und wir wollen den Mittelwert und die Standardabweichung haben, damit wir von Mittelwert und Standardabweichung sprechen können, brauchen wir zuerst eine Datenmenge und dieser Datenmenge werden wir jetzt eine Urliste nennen. Also gegeben sei eine Urliste. Das sind irgendwelche Zahlen, die ich jetzt hier mit x1, x2 bis irgendeiner Zahl xn. So, wenn man diese hat, dann kann man folgende Sachen berechnen. Und zwar einmal den Mittelwert. Einmal Symbol von dem Mittelwert ist x mit dem Strich drüber. Und wie berechnet man einen Mittelwert? Wir addieren alle Zahlen und teilen durch die Anzahl dieser Zahlen. Es gibt n Stück, also müssen wir durch n teilen. Das ist jetzt der zugehörige Mittelwert. Und dann wollen wir die Standardabweichung haben. Diese kürzen wir mit einem S ab und dann nimmt man die jeweiligen Zahlen, zieht davon den Mittelwert ab, quadriert, dann die nächste Abweichung, die zweite Zahl minus der Mittelwert zum Quadrat plus, da kommen die weiteren Zahlen und am Ende sind wir bei der letzten Zahl mit dem Index n, davon ziehen wir auch den Mittelwert, quadrieren. Teilen durch die Anzahl der Daten, also durch n. Und ziehen dann die Wurzel. Und das ergibt dann die zugehörige Standardabweichung. Ja, das Ganze mag etwas kompliziert aussehen. Wir nehmen jetzt ein ganz einfaches Beispiel und sehen, so wild ist es gar nicht. So, ein Beispiel. Nehmen wir eine Urliste und die Zahlen minus 3, minus 2, 6, 4 und 5. Das sind einfach irgendwelche Zahlen. Ich habe Menschen auf der Straße gefragt, denkt ihr eine Zahl aus? Und dann hat einer minus 3 gesagt, der andere minus 2 und so weiter. Und so bin ich auf meine 5 Zahlen gekommen.
Und da ich so lustig drauf bin, möchte ich natürlich davon den Mittelwert haben. Nehme ich also die Zahlen minus 3 plus die minus 2 plus 6 plus 4 plus 5. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Um den Mittelwert zu bekommen, muss ich also diese Summe durch 5 teilen. Das sind minus 3 plus minus 2 sind minus 5. Plus 5 hebt sich dann auf. Bleibt also 6 plus 4 sind 10. Und teilen durch 5. 10 durch 5, das schafft man, glaube ich, gerade so im Kopf. Das sind 2. Und nun die Standardabweichung. S. So, wir nehmen die erste Zahl, ziehen davon den Mittelwert und quadrieren. Die erste Zahl war minus 3. Ziehen davon den Mittelwert. Mittelwert war 2 ab. So, also minus 3 minus 2 in Klammern zum Quadrat. Plus, dann kommt die zweite Zahl. Die zweite Zahl ist eine minus 2. Minus 2 minus der Mittelwert. Also minus 2 minus 2, Klammer zu, zum Quadrat. Plus, jetzt kommt die nächste Zahl, die dritte Zahl, 6. Davon ziehen wir den Mittelwert ab, quadrieren. Plus die nächste Zahl, 4 minus der Mittelwert zum Quadrat. Und dann die letzte Zahl, 5 minus 2, Klammer zu, zum Quadrat. Und teilen durch die Anzahl der Werte. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Immer noch 5 Stück. Geteilt durch 5. Und die Rechnung wird dadurch beendet, dass wir daraus die Wurzel ziehen. So, minus 3 minus 2 ist minus 5. Minus 5 zum Quadrat ergibt eine 25. Plus minus 2 minus 2 sind minus 4. Minus 4 zum Quadrat ergibt 16. Plus 6 minus 2 sind 4. 4 zum Quadrat ergibt auch 16. Dann haben wir die 4 minus 2. 2 zum Quadrat ist 4. Und die letzte Zahl, die wir dort haben, ist 5. Minus 2, das ist eine 3. 3 zum Quadrat ist 9, also plus 9. So, wenn man alles addiert, bekommt man die Wurzel aus 14. Und das ist ungefähr 3,74. Ja, also wir haben 5 Zahlen in unserer Urliste, die woher auch immer kommt. Und dann ist der Mittelwert zu dieser Urliste 2 und die Standardabweichung liegt bei 3,74.